Große Aufregung herrschte vor dem New Yorker Gericht, vor dem der ehemalige US-Präsident Donald Trump persönlich zur Eröffnung seines Betrugsprozesses erschien. Die demokratische Generalstaatsanwältin Letitia James wirft Trump vor, den Firmenwert seines Unternehmens jahrelang manipuliert zu haben, um an günstigere Konditionen für Kredite zu kommen. We have a racist attorney general who's a horror show who ran on the basis that she was going to get Trump before she even knew anything about me. She used this to run for governor. She failed in her attempt to run for governor. She had virtually no polling. She came back and she said, well, now I'll go back to get Trump again. And this is what we have. It's a scam. It's a sham. Generalstaatsanwältin James fordert rund 240 Milliarden Euro Geldstrafen und ein Verbot für Trump, in New York Geschäfte zu machen. My message is simple. No matter how powerful you are, no matter how much money you think you may have, no one is above the law. And it is my responsibility and my duty and my job to enforce it. The law is both powerful and fragile. And today in court, we will prove our case. Der Richter in diesem Fall hat den Betrug in einer Vorentscheidung bereits bestätigt. Nun geht es darum, weitere Anklagepunkte und die genaue Feststellung und Höhe der Strafen zu prüfen. Der Prozess könnte bis Dezember dauern.